Hallo und herzlich willkommen zum weiteren Let's Play von Dragon Age Origins. Mit dem Robarl, mit mir. So, danke mal, dass ihr eingeschaltet habt wieder. Ich hoffe, euch hat das letzte Video, mein erster Let's Play, gefallen. Und ja. Was müssen wir in dieser Folge machen? Wir haben ja in der letzten Folge gesehen, wir haben Charakterstellung gemacht. Wir sind ein Elfenkrieger in der Stadt Denewim. Und wir haben also schon unseren Vater getroffen, wir haben unsere Schwester getroffen und unseren Kollegen. Und unsere nächste Aufgabe wird sein, wir müssen unsere Frau finden. Was da wird passieren, oder wie unsere Frau wird aussehen, unsere zukünftige, das wird sich noch herausstellen. Bevor wir aber anfangen, möchte ich noch eine Danksagung machen, was ich in der letzten Folge vergessen habe. Und zwar gilt die am Gronk. Kennt ihr sicher auch, vielleicht, wenn ihr euch das Let's Play schaut. Der Gronk, er hat ja eine Seite, die heisst Gronk.de und auf der hat er ja ein paar Tipps geschrieben. Und die Tipps, die habe ich mir also, bevor ich angefangen habe, Let's Play Videos aufzunehmen, habe ich mir die Tipps wirklich durchgelesen. Und ich muss sagen, die haben mir also wirklich geholfen. An dieser Stelle, Gronk, ich weiss nicht, ob du das Video wirst sehen oder je wirst anschauen, aber trotzdem möchte ich dir Danke sagen. So, jetzt wollte ich aber noch mal weiter euch versuchen lassen und würde sagen, fangen wir mal am besten an. Weiter. So, der Winterforge, das ist eben, wie ich noch erwähnt habe in der letzten Episode, ein Mod, wo ich drin habe. Müssen wir jetzt nicht alles durchlesen. So, das ist also unser Robarl. Unser kleiner, notgeiler Elf. So, jetzt wollte ich mal schauen. Wir haben in der letzten Episode das Hochzeitsgewand gefunden. Also wollte ich jetzt mal schön anlegen und schauen, wie es aussieht. Ja, wo sind wir da? Ah! Sieht doch gut aus, oder? Ja, dann würde ich sagen, behalten wir das doch an und suchen unsere notgeile Elfenfreundin. Und da vorne ist sie auch schon. Bitte lasst mich los! Hört auf! Bitte! Was für eine Feier, ha? Packt eure Dirne ein und amüsiert euch! Weidmanns Heilmänner! Seht euch dieses kleine Elfenmädchen an. So jung und so verletzlich. Wenn du mich anfasst, bring ich dich um, du Schwein! Bitte, Herr, wir feiern hier Hochzeit! Schweig! Hey, hey, hey! So sollte ich mich aushalten. Ich lasse doch nicht zu, dass die Menschen unsere Frauen schändet haben. Das ist doch. Na gut, aber versuchen wir doch diplomatisch zu sein, ja? Sieh an. Die beiden Bräutigame heißen mich persönlich willkommen. Du verdammter Mannschaftsschum, du wirst noch bereuen, was du da ist. Hast du überhaupt eine Ahnung, wer ich bin? Ein großkotziges A-Punkt? Bist du verrückt? Das ist Vaughn Orion, der Sohn des Aals von Denerim. Was? Oh, Herr Bauer. Manieren hätte man beibringen sollen. Du hast Nervenklingenohr. Aber das wird böse für dich enden. Wart's nur ab. Oh, hab ich jetzt Angst. Hä? Oh, diesmal hab ich's richtig vermasselt. Reg dich ab. Er wird niemandem sagen, dass ihn eine Elfin umgehauen hat. Hoffen wir's.
Ich sollte mich waschen. Sind sonst alle wohlauf? Wir sind wohl alle ein bisschen aufgewühlt. Was sollte das denn? Der Sohn des Aals hat wohl einen über den Durst getrunken. Aber davon lassen wir uns nicht den Tag verderben. Das ist Valora, meine Braut. Oh. Und wie ist das Mädchen bei dir? Beim Erbauer, manchmal verstehe ich dich nicht. Ja, das ist Nessiara, deine Verlobte. Weißt du, eigentlich gelte ich in Hayawa durchaus als hübsch. Bist nicht nur hübsch, ich würde dich sofort... Rauen! Ich verstehe. Ich konnte auf der Reise hierher kaum stillsitzen. Schoß aus der Süßli, hä? Hier bei dir zu sein, lässt mich dasselbe fühlen. Ich freue mich auf alles, was das Leben für uns bereithält. Komm, lassen wir ihnen Zeit, sich fertig zu machen. Wir sind gleich bei euch. Lauft nicht davon. Oder wir suchen euch. Nicht hinsehen, aber wir haben noch ein Problem. Oh, der Abpunkt ist Speck. Eben ist noch ein Mensch gekommen. Könnte einer von Vorns Leuten sein. Dann nur irgendein Störenfried. Oder doch nicht. Jedenfalls müssen wir ihn loswerden, bevor irgendjemand eine Dummheit begeht. Na, rum. Kopf ab und dann ist fertig. Manchmal machst du mir Angst, weißt du das? Bringen wir es hinter uns. So, wir müssen jetzt mit dem Mannschko reden. Mit dem ziemlich... waffenbekleideter Mensch, ob das gut rauskommt, stellt sich denn heraus. Guten Tag. Es sind wohl Glückwünsche zur bevorstehenden Hochzeit angebracht. Ja, und ich glaube, ich habe auch schon gefunden, wonach ich suchte. Und das ist... Das ist meine Sache. Oh, also. Gehst du jetzt oder ich mach dir bei, Kollege? Mein Freund meint es nicht so. Es wäre nur leichter für alle Beteiligten, wenn ihr jetzt geht. Und wenn ihr denn... Es ist euch sicher nicht entgangen, dass ich bewaffnet und gerüstet bin. Ein Kampf zwischen uns wäre mehr als unausgeglichen. Glaubst du? Hey, ich bin ein Elf, ich habe magische Köfte. Einmal mit dem Finger schnippen und der Baum hinter mir zerzampelt dich. Versuch zu überleben. Ich hol Hilfe. Nicht nötig. Ich bin nicht hier, um zu kämpfen. Aber der Mut dieses Hitzkopfes ist beeindruckend. Findest du nicht, Valendrian? Ich meine, dass die Welt weit mehr Verwendung für jene hat, die einen Kampf zu vermeiden wissen. Es ist gut, dich wiederzusehen, alter Freund. Es ist schon viel zu lange her. Was? Du kannst den? Darf ich vorstellen? Duncan, Oberhaupt der Grauen Wächter. Oh, Grauer Wächter also. Etwas Schlimmes. Eine neue Verderbnis. König Kaelin sammelt die grauen Wächter in Ostagar, um an der Seite seiner Armeen die dunkle Horde zu bekämpfen. Ja, davon habe ich gehört. Und doch ist der Zeitpunkt denkbar schlecht. Es soll eine Hochzeit geben. Zwei, um genau zu sein. Das sehe ich. Und sie sollen auch stattfinden. Meine Sorgen können so lange warten. Also gut. Kinder, betrachtet Duncan als meinen Gast. Und jetzt beim Erbauer auf eure Plätze. Bitte, jawohl, lasst euch von mir nicht länger stören. Wir können uns später unterhalten.
So, neuer Kodex-Antrag. Danken, die grauen Wächter. Die Verderbnis. Dunkle Brut. Und das ist's auch sie. So, Quests, Kodex. Wo haben wir da den Danken? Sicher nicht da bei Magie und Religion. Charaktere. Danken. Männer und Frauen aller Rassen. Krieger und Magier. Barbarenkönige. Die grauen Wächter opferten alles, um dem vorrückenden Onkel Einhalt zu gebieten. Und siegten. Wie viele andere auch, gab Duncan seinen Familiennamen auf, als er den Wächtern beitrat. Eine symbolische Geste für das Durchtrennen aller Bindungen. Doch in seinem Fall war es vielleicht einfacher als sonst. Seine Mutter stammte aus Anderfels. Sein Vater aus der Winter. Hätte schon Schriftfehler. Sein Vater aus der Winter. Und er hatte seine Kindheit in den freien Marschen und in Orlais verbracht. Seine Familie war überall und seine Heimat nirgends. Immer die nahezu unmögliche Aufgabe übertragen worden, die Wächter von Verwelden anzuführen. Ein Königreich, das den Orden 200 Jahre zuvor das Land verwiesen hatte. Trotz Misstrauen und Feindseligkeit seitens der Einheimischen machte er sich auf, Rekorden zu finden. So, wenn man entschuldigen, ich habe das einfach mal lassen. Und anstatt das still für mich zu lesen, habe ich gedacht, ich lese das mal laut vor und höre das auch. Und ja, was haben wir da von Charakter? Der Velendrien. Ach komm, das müssen wir nicht lesen, oder? Das ist doch so ein A-Punkt, wie ich gesagt habe, und da bleiben wir es auch dabei. So, haben wir neue Items, zufällig. Sieht nicht so aus, also, unsere Quest ist folgt. Wir müssen auf unseren Platz gehen, die Hochzeit von da, also, schön seriös, he? Da bist du ja. Ich fürchtete schon, du läufst weg. Nein, ich bin hier. Den anderen Bräutigam im Schlepptau. Gut. Ich bin froh, dass es endlich soweit ist. Es scheinen alle bereit zu sein. Okay, ich habe jetzt gerade gesehen, der Valindrian ist der Älteste. Okay, dann habe ich mich vielleicht geirrt. Entschuldigung, Valerian. Also, bringen wir es hinter uns. Freunde und Familie, wir feiern heute nicht nur diesen Bund, sondern auch das Band zwischen allen unserer Art. Wir sind ein freies Volk, aber das war nicht immer so. Andraste, die Prophetin des Erbauers, befreite uns von den Ketten der Sklaverei. Wenn unsere Gemeinschaft wächst, vergesst nicht, dass unsere Stärke aus der Tradition und dem Band zueinander entsteht. Danke, Valendrian. So lasst uns beginnen. Im Namen des Erbauers, der uns in diese Welt gebracht hat und für den wir den Gesang des Lichts anstimmen, ich. Ja, das ist. Tut mir leid, dass ich störe, Mutter, aber ich feiere ein Fest und wir haben viel zu wenig weibliche Gäste. Herr, dies ist eine Hochzeit. Wenn ihr eure Haustiere aufputzen und mit ihnen Tee trinken wollt, bitte. Aber erklärt es nicht zu einer rechtmäßigen Hochzeit. Das ist das Schwein. Ihr wollt hier Spaß haben, nicht wahr, Leute? Nur ein wenig Spaß mit den Damen, mehr nicht. Wir nehmen die beiden. Die im engen Kleid und... Wo ist die Dirne mit der Flasche? Hier drüben, Lord Vaughn. Lass mich los, du Gestopfter! Oh, mit Wonne werde ich sie zähmen. Schaut mal, die hübsche Braut. Was sollen wir tun? Pff,
Bist ein Feigling. Jung. Ach ja, der Hochnäsegewicht glaubt, er kann mich so einfach ansprechen. Keine Sorge, den Rest bringe ich rechtzeitig zu den Flitterwochen zurück. Spreng dich um, du. Ich zittere vor Angst. Zurück zum Palast, Jungs. Hey! Was wirst dich nicht? Wieso wirst du? Hast du mich? Geht's dir gut? Sehe ich etwas aus? Dein Kopf hat ziemlich was abgekriegt. Aber dafür ist jetzt keine Zeit. Vaughn hat Chiani, Nessiara, Valora und die anderen Frauen der Hochzeitsgesellschaft in den Palast gebracht. Der Älteste spricht gerade mit Duncan, dem grauen Wächter. Alle sind ziemlich aufgebracht. Die Türen sind aufgebracht. Verdammte. Ich auch nicht. Wir sollten fragen, ob wir etwas tun können. Sie sind drüben bei dem Baum. Also gehen wir zum großen alten Baum. Und lassen mal zu, was der Duncan sagen hat. Bitte hört mich an. Ich weiß, ihr seid wütend und das mit gutem Grund. Aber es gibt im Augenblick nichts, was wir tun könnten. Er hat recht. Wenn wir ihnen folgen, machen wir alles nur noch schlimmer. Wir machen also gar nichts? Die haben meine Schwester! Glaub das doch nicht wirklich, oder? Als wäre er damit nicht schon einmal durchgekommen. Normalerweise würde ich Geduld predigen. Doch die Geschichten über den Sohn des Arls und seine Vorlieben sind äußerst beunruhigend. Was für Geschichte? Letztes Jahr arbeitete die Tochter des Schmiedes als Kammerzofe im Palast des Arls. Ein paar Kinder fanden sie, als sie am Dock angespült wurde. Sie war... Vaughn hatte sich an ihr vergangen. Die Diener bezeugten alle, dass Vaughn sie von seinen Männern in seine Kammer hatte bringen lassen. Als er mit dem Mädchen fertig war, hat er sie ermordet und weggeworfen. Die Garnison sagte, sie wäre später gestorben. Aber wir wussten es alle besser. So weit war er zuvor noch nie gegangen. Aber solange Arl Urain weg ist... Wer weiß, was sich wohl noch alles herausnimmt. Tja. Dann zeigen wir ihnen, was wir danken. Hey, komm. Wir sind Elfen. Wir sind ein starkes Volk. Um dem Sohn des Arls einen Vorwand zu liefern, das Gesindeviertel in Schutt und Asche zu legen? Ich kann dagegen in Schutt und Asche. Irgendwas tun. Jemand muss sie befreien. Aber was können wir schon tun? Wir reden hier vom Palast des Arls. Auch wenn der Arl und seine Ritter weg sind, wird er bewacht sein. Ältester, darf ich etwas vorschlagen? Ich arbeite im Palast. Ich könnte ein, zwei Männer durch den Dienstboteneingang in den Palast schleusen. Ein paar Elfen mehr oder weniger würden niemandem auffallen. Klingt gar nicht so schlecht. Ich komme natürlich mit. Aber wenn es Ärger gibt, haben wir ein ziemliches Problem. Aber nicht ohne Waffen. Erlaube mir, dir mein Langschwert und meinen Bogen zu überlassen. Ein Mann sollte in der Lage sein, die Seinen zu verteidigen. Hey, ich danke dir, danken. Ich danke, danken. Möge der Erbauer über euch wachen. Ihr seid ja alle verrückt. Die Wachen werden uns in unseren Häusern verbrennen. Halt den Mund, Elva. Wir haben es gehört. Sie werden es versuchen, um ihre eigenen und der Ehre der Frauen willen. Wir müssen dem Erbauer vertrauen. Ich sorge dafür, dass der Weg frei ist. Wir treffen uns am Tor des Gesindeviertels, wenn ihr bereit seid. So, wir müssen jetzt also unsere Frauen befreien, unsere Frauen. Und der Duncan hat uns seine Waffe gegeben, aber... Das Grossschwert können wir nicht nehmen, nein, das sind wir noch zu schwach. Aber
Das Langschwert, das können wir uns mal geben. Und am Soris, dem geben wir doch mal die Armbrust. So. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir zum Schloss. Und schauen mal, was passiert. Speichern ist immer gut. Man kann nie wissen, was passiert. Also. Da seid ihr ja. Ich habe befohlen, den Dienstboten Eingang zu öffnen. Kann es losgehen? Worauf warten wir noch, Junge? Gut. Legt die Waffen ab und folgt mir. Benehmt euch ganz normal. Ja, ganz normal. So wie immer. So. Da kommt da schon der Erste. Und wir setzen doch gar mal einen schönen, präzisen Schlag. Und er schießt einfach mal. So. Gaben wir ihm doch noch schon das zweite Waffe, der Dolch. Der Soris. Und hat den Dolch. Perfekt. Präzise Schlag du auch. Und dann kommt das schon gut. Schwimmen wir ein paar Mal auf ihn ein und. Hab ich gesagt, schon weg. Streitkolbe und ein kleines Schild, hey, das wird immer besser. Also, ich habe gesehen, wir haben hier Fähigkeit, zwei Waffenstreich. Also, machen wir folgendes. Wir nehmen den Streitkolbe, das geht nicht, weil das ist eine Hauptwaffe. Okay. Der Dolch vom Soris. Der Soris bekommt den Streitkolbe, schauen wir mal. 5 Schaden, 7 Schaden, okay, dann bekommt er den Streitkolben und den Schild und wir nehmen den Dolch als zweite Waffe. So. Jetzt gehen wir weiter, gehen wir einfach mal. Ja, hallo? Was? Ist ein bisschen dünn, der Hund, he? Hat ein bisschen zu wenig Futter bekommen. He? Naja. Ist ja nicht unser Problem. Außer das sind natürlich Tierschützer unter euch. So. Da so. Vermaus die vertragte Statue. Die müssen das jetzt nicht kümmern. Wir müssen jetzt nur den Eingang finden. Den Mabari bekämpfen! Und unsere Frauen befreien. Was ist das für eine Fähigkeit? Schildschlag! Hey! So, jetzt greifst du an. Du machst einen 2-Waffenstreich. Und du machst den Schildschlag. So. Du kümmerst dich mal um den. Und du wieder um den. Okay, so. Komm, dann müssen wir zuerst mal einen fertig machen. He? Aber ich sehe, man braucht eigentlich. Komm, das machen wir geschwind. Die schwache Wundumschlag für uns.
Dann haben wir wieder volle Gesundheit, fast. Und können den zweiten Mambari aufschalten. Und das wär's gewesen. Wir kurz warten, haben sie etwas dabei? Nix. Also, wer hilft uns da? Oh Mann, nein, komm! Laufen da nur Hunde rum, oder was? Ach. Also. Weißt du was? Griff mit deiner Armbrust an. Ich bin hier. Ich hab schon einen 12er Streich, weil. Ja, mit der Richt ist schon Schaden an, hä? Ja, sieht schon so aus. So, und Level up! Wir sind das Level aufgestiegen. Und was heisst das? Ja. Wir haben 3 Attributpunkte zum Vergehen. Also, dann würde ich doch mal sagen, geben wir ganz spontan und schnell 2 auf Stärke und 1 auf Konstitution. So, Fähigkeit, sagen wir jetzt, eine 2-Waffen-Ausbildung, für unsere momentane Situation. Und dann können wir jetzt, glaube, ja, das wäre jetzt unnötig mit der 2-Waffen-Ausbildung, aber... Unnötig ist es nicht. Nein. Palten wir. Oder. Nehmen wir nicht das grosse Schwert, weil so haben wir nicht mehr Schaden. Aber. Was wusste Schaden? 82 und 76, ja, da haben wir schon. Anders Schaden. Also. Halten wir mal vorerst die 2 Waffen. He. Gut, speichern. Und weiter. Hoffentlich finden wir den Eingang bald. Du. Aha, das Kürbisfeld. Und? Schon wieder ein Hund? Oder. Ja, ey, was kann es auch anders sein als ein Mabari? Komm. Also, du hast wieder deine schöne Armbrust, so ist. Der rennt wieder schön weg, der Diener, das ist klar. Du machst wieder deinen schönen 2-Waffen-Streich. Und dann ist der auch bald schon weg. So, hätten wir mal etwas dabei. Nein, aber ich sehe doch gerade hier die schöne Pflanze. Todeswurzel. Ob wir später noch die Alchemie werden lernen. Also die Heilkunde beziehungsweise oder auch die Giftmischerei, da weiß ich noch nicht. Aber wenn nicht, dann können wir sie einmal verkaufen und bekommen schönes Geld dafür. Also so oder so wird es sich lohnen. So, schauen wir kurz auf die Karte, ob wir hier den Eingang verzeichnet haben. Getroffen. Nein. Aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist er auch nicht weit weg von hier. Da hinten ist er nicht, da ist nur so ein einsamer Baum, dünner Baum. Schöne Brunnen und... Ja,
Ja, wie gesagt, das Kürbis fällt halt. So, jetzt gehen wir aber schon mal weiter. Wir können natürlich nicht durch den Zaun laufen, wie ich es gerade machen wollte. Geht schlecht. Ah, ah! Da wären wir. Es gibt einen Posten, aber der ist meistens betrunken oder schläft. So, so. Komm. Viel Glück. Wir sind gut doch parat. So, da ist also Tür in den Palast des Arls, der Dienereingang. Was soll es drinnen wieder warten? Das Gesammer, aber erst in der nächsten Folge. Ja, was wäre es gewesen? Was haben wir gemacht heute? Wir haben unsere Frau getroffen, wir haben mit dem Sohn vom Arl, mit dem gewissen Wogen, mit dem AL, haben wir uns ein bisschen gestritten. Wir haben noch Flaschen auf den Kopf bekommen, beziehungsweise einen Schlag auf den Kopf. Und wir sind im Palast, beziehungsweise wir werden in der nächsten Folge in den Palast eindringen. An der Stelle hoffe ich, es hat euch gefallen und ja, wie immer, wenn es euch wirklich gefällt, dann liken. Und wenn ihr noch nicht habt, wäre ich froh, wenn ihr mich abonnieren würdet. Dann würde ich in Zukunft auch informiert werden über meine neuen Let's Plays. An der Stelle, tschüss und bis zum nächsten Mal.